Aber du musst zurückkommen. Keine Sorge. So leicht wirst du uns nicht los. Sie gehört Ihnen, Commander. Was immer Sie mit dem Druiden gemacht haben, Dallas, ist eindeutig falsch. Hey, Kumpel, er ist repariert. Ist nicht meine Schuld, wenn er Sie jetzt mag. Inferno-Trupp. Schriff, ich habe Sie nicht gesehen, seit Lando Sie hierfür bestimmt hat. Wie geht's Ihnen? Wunderbar, Senatorin. Was beschäftigt Sie, Commander? Haldoras Infos zufolge leitet mein Vater einige Operationen auf Bespin und Sallust. Erlaubt ihr, dass ich ihn suche und festnehme? Sie unterstehen mir nicht ein. Das Flottenkommando missbilligt. Vielleicht eine derart persönliche Mission. Ah, aber ein imperialer Admiral sollte doch keinesfalls den Feind stärken, habe ich nicht recht? Es wäre von Vorteil, wenn Sie ihn herbringen, Commander. Ja, Ma'am. Und möge die Macht mit Ihnen sein. Und damit sage ich jetzt an dieser Stelle schon mal wieder herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront 2 Kampagne. Und wir fliegen nach Bespin. So, die letzte Mission war eine Han Solo Mission und jetzt müssen wir also in der Shinnok Station unseren Dad entführen, wie es aussieht. Und es wird wieder eine Fliegemission werden. Oh scheiße, tatsächlich. Haldoras Infos zufolge betankt mein Vater seit Monaten seine Flotte auf der Chinook-Station. Erstmal wieder reinkommen. Task überwacht die Operation. Wenn wir ihn ergreifen Runden und die nach oben, abschalten, wäre das für das Imperium ein schwerer Schlag. Ich hoffe, ich muss nicht schießen. Der Schlüssel sein könnte, um endlich den Admiral zu finden. Was sind das hier für etwas Glück? Eklige Glück. Schleimteile. Wow, sehen Sie sich diese Bilder an. Süß, dass Sie vor einem Besuch die Tierwelt eines Planeten studieren. Tatsächlich sind Tiere. Wenn Sie das Tibana-Gas ist das ja eklig. Sind die Beldons kritisch für die Mission? Wie Sie meinen. Ja, wir müssen natürlich ganz dicht ranfliegen, natürlich. Und ausschalten, sind wir dem Kriegsende ein gutes Stück näher. Ich weiß, es waren harte 6 Monate. Aber diesmal kriegen wir ihn. Ich spür's einfach. Ich erinnere mich jetzt erstmal so an das Aufwärmen von der Star Wars Battlefront VR-Mission, wer die kennt. Let's Play dafür gibt's auf meinem Kanal. So, das ist ein bisschen lame, dass wir jetzt hier so hinterherfliegen müssen. Ach, der wird sterben. Der erzählt uns jetzt schon was über seine Zukunftspläne. Ich gehe mal davon aus, er wird sterben. Ich will das alles in Freiheit sehen. Ja, er wird sterben. Das klingt tatsächlich sehr schön. Und da ist Bespin. Und diese Viecher hießen anscheinend Beldons. Sie sollten unsere Schiffe hier nicht sehen können. Erreichen. Ich glaube, wir werden es erreichen. Oder? Fliege ich da jetzt einfach gegen? Ah, okay. 1A Landung. So, und Commander Hask wird hier also auch rumlaufen. Das heißt, unser ehemaliger Partner, Freund, Kumpel, was auch immer, ist jetzt ein Feind. So. Blaster Action. Geht's hier runter? Hask wird im Turm des Aufsehers sein, auf der Hauptebene. Also brauchen wir einen Turbolift. Eliminieren. Der Droide sagt, vor uns ist einer, so wie einige Sturmtruppen. Also los, mir nach. Auf sie da! Ich glaube, ich muss. Oh! Geh, ich will nicht sterben. Ah. Komm. So, schnell wieder Pumpgun. Oh.
Oh, so schlecht geschossen. No! Da sind auch welche. Okay, die kann man also von daher abschießen. No, 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 no. Dell macht das hier schon richtig, der versteckt sich schön. Den haben wir auch. Wo ist denn hier einer? Immer noch der? So, okay, ich häng fest. Offizier. So. So. Offiziere muss man ja immer zuerst ausschalten, wie ich gehört habe. Komm schon. Ich hab die Shotgun. Ha, Trick 17. Okay. So, eliminieren. 10 Meter. Hier bin ich da. Hallo? Eliminieren. Muss ich hier was machen vielleicht? Wir folgen mal eben Dell, der wird schon wissen, was hier abgeht. Gesichert! Und jetzt zu dem Lift. Sie haben mehr Waffen als erwartet. Wird nicht einfach zu Hass zu kommen. Wo ist er denn? Turbolift erreichen. Erreichen. Ah, da ist der Turbolift. Okay. Na, dann mal nix wie zum Turbolift. Ich hab ne Idee. Wird ihm nicht gefallen. Wir verkleiden uns, lassen wir ran. Yes. Oh, ich hätte ja auch gerne okay, so eine Trooper-Uniform. Das wäre schon geil. Stehen Sie nicht so rum, Soldat. Ich habe früher, als ich die Star Wars Filme das erste Mal gesehen habe, echt gedacht, das sind alle so Roboter. Ich freue mich drauf. Aber dann irgendwann gab es dann das Erwachen. Ach du Schande. Hier ist ja nichts los. Tja. Das weckt Erinnerungen. Aber keine guten. Der Turm des Aufsehers liegt vor uns. Hasten müsste ganz oben sein. So, ich denke mal, hier kann es nicht falsch sein. Sieht schon geil aus. Wie gesagt, eigentlich schade, dass eigentlich schade, dass das Spiel so schlechte Kritiken gekriegt hat. Aber ich finde es bis jetzt eigentlich nicht schlecht. So ein Star Wars Singleplayer hat schon was. So, wir dürfen rein. Wunderbar. Erstaunlich, wie belebt die Station ist. Na, das Imperium fliegt. Hey, was quatscht ihr da rum? Wir bewundern die Macht des Imperiums, Sir. Die Rebellen haben keine Chance. Ich wollte gerade sagen, wir reden so völlig laut. Ja, die sind ja alle voll scheiße hier. Angeblich bröckelt die. Das ist strange. Ich glaube, die Map habe ich aber auch schon mal gespielt. Klar, Battlefront 1. Droide, wir sind am Turm. Bist du bereit? Wir sehen uns oben. Tüdelülüt. Okay, nix wie rein hier. Lass mich raten, wir müssen uns nachher bestimmt den Weg freischießen. Oh, nimmt jetzt den Helm ab. Wo sind denn alle? Dachten Sie wirklich, dass es so leicht wird? Husk. Wir haben die Corvus in dem Moment entdeckt, als sie die Blockade passierte. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie ja persönlich erledigen. Aber ich habe jetzt Verpflichtungen. Und ihr Schicksal gehört nicht mehr dazu. Leben Sie wohl. Nein, nein, er darf nicht entkommen. Das war ein Hologramm-Baby. Wo geht's hin? Dahin, okay. Laufen, 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 laufen. Dieser Sternzerstörer, das muss Husk sein. Und jetzt? So viel dazu. So, der ist alle. Achtung! Weg hier! Wo? Von der Plattform! Wir haben
zu viele Truppler an unserer Position. Wir müssen uns den Weg von der Chinook-Station freikämpfen. Das sollten wir hinkriegen. Komm schon. Da geht's lang. Oh Mann. Okay. Oh, ja, wir fahren schon mal vor. Was jetzt? Hask war nur ein Teil der Mission. Sie wollen immer noch die Betankung. Wo lang? Wie soll das gehen? Wir brauchen Schiffe. Da lang. Die X-Schilder sind auf der anderen Seite der Station. Oh hier, gibt's irgendwas in der Nähe? Okay, wir haben alles gesehen, sehr schön. Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm, also bleibt wachsam. Ausschwärmen. Commander Hask will sie gefunden haben. Sie suchen noch nach uns. Ich eröffne das Feuer, verstanden? Alles klar. Ob das jetzt so gut war, ich weiß es nicht. AT-ST? Wie AT-ST? Oh, shit. Wie mach ich den denn jetzt platt? Okay, dann müssen wir da lang. Ich schätze mal, dann müssen wir da lang. Wow, 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 wow. Okay, schlechte Idee. Oh. Ja, wo soll ich denn jetzt hin, Mädels? Okay. Wow, 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 sag mir bitte, dass das richtig war. Können wir hier rumgehen vielleicht? Aha, sneaky bastards. Lass mich ran, ich muss bestimmt hier mit dem Blaster-Dingens. Alter, was ist denn mit der los? Was hat denn für Zuckungen? Da müssen wir hin. Wow! Das war weg. Schaffen wir das? Oh nein, das schaffen wir nicht. Oh. Alter, was hat die denn hier für Probleme? Was? Komm schon. Landeplattform räumen, okay. Oh, ich bin gleich tot. Boah. Nein! Bitte nicht. Ich bin noch so jung. Ich bin tot. Scheiße! Oh, schwere Schütze. Scheiße. Komm schon. Das muss aber jetzt auch der Run sein, oder nicht? Da hinten ist so ein AT-ST. Jetzt schön alles hier. Scan nach Bedrohungen. Da sind Bedrohungen, okay. Den habe ich. Den habe ich.
habe ich. Das Dell. Boah! Nein, bitte nicht drauf gehen jetzt. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, habt ihr das gesehen, wie viele Granaten da auf einmal waren? Bitte nicht sterben jetzt. Gefahrenanalyse. Da ist noch ein einziger Gegner. Das waren alle. Suchen wir jetzt das Schiff. Wie wär's damit? Ein Wolkenbergwagen? Das ist ein Schiff. Na schön. Jetzt gib mir irgendein Schiff, Mann. So. Alter Schwede. Als ich sagte, wir brauchen ein Schiff, hätte ich deutlicher sein sollen. Es hat Waffen. Was will man mehr? Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. So, Wolkenstation entdeckt. Direkt voraus. Und drei Sternenzerstörer. Die wir sprengen werden. Was? Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Nein, Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. So, jetzt komm, jetzt sag mir, was ich jetzt erschießen soll. Ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1-2, setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. So, Nummer Uno, glaube ich. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. Abschießen, 1-2. Alle Einheiten zu mir. So. Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schießen ihn ab. 1-2, Schiff stoppen. Wir verlieren Treibstoffzellen. Unsere Flotte braucht das Divanagas. Ich gebe mir Mühe, aber er ist schnell. Okay, wir sind sehr, sehr schnell. Guter Schuss. Wow, 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 wow. So, ich habe alle meine Extras aufgebraucht, was jetzt natürlich ein bisschen kacke ist. Oh nein, jetzt sieht das auch noch auf der anderen Seite, oder was? Kriegen wir nicht hin. Ach, scheiße. Elektronische Gegenmaßnahmen, okay. Was ist das? Kühlkörper. Ein noch. Wow. Erstmal schnell weg. Ei. Ein noch, jetzt komm. Komm jetzt bitte. So, den haben wir. Was ist das jetzt? Noch ein? Da. Boah. Wow. Wir können erst nach der Betankung feuern, sonst geht die Nein. ganze Raffinerie hoch. Tun Sie was! Was denn? Wenn wir verfehlen und die Treibstoffzellen treffen, sterben wir alle. Dann ziehen Sie! Oh, bitte nicht jetzt sterben. Oh, Kacke. Mann, ich muss erstmal von außen wieder fliehen. Oh, elektronische Gegenmaßnahmen. Nummer 1. Den werde ich nicht kriegen. Jetzt mal ein bisschen wegfliegen. Und jetzt nochmal. Da oben. Ja, schieß mal. Nicht mich kaputt machen, bitte nicht. Mann, ich hab doch dagegen geschossen. Fuck, ey. Ach, immer diese Fliegereinlagen. So. Nachbrenner. So, jetzt. Einer noch. Jawohl. Jetzt müsste es doch so gewesen sein. Das ist die letzte. Leider ist Haskell Und jetzt?
Jawohl. Hui. Unter bedecktem Himmel. Das war ja easy going.